Moin Pyrus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute haben wir im Test die Meteorschlag von Nico. Sind normalerweise 10 Stück drin, aber letzten Semester habe ich ein paar probiert. Ja, war mir ein bisschen ja, zu gefährlich, sage ich jetzt mal. Weil hier auch überall Autos stehen und so weiter. Ja, ist ein Böller mit einer Bengalflamme, mit einem Pfeif und einem Knall, ne? Ja, also quasi Pfeilvorbrenner mit Bengalvorbrenner und am Ende halt noch ein Knall. Eine NEM haben wir von 37 Gramm auf 10 verteilt. Das wären dann 3,7 Gramm NEM. Schon mal ein für euch raus. So sieht das ungefähr aus. Das ist eine Neuheit 2019. 3,7 Gramm NEM. Und hier für euch jetzt dann einfach nochmal zum Testen. Ich weiß nicht, ob die dieses Jahr auch noch da werden oder ob die überhaupt noch produziert werden. Das kann ich euch leider nicht sagen. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Testvideo. Wir sehen uns gleich draußen. Wir sind jetzt draußen mit dem Meteorschlag von Nico. Das sind die Pfeifer. Und ja, ich denke, wir machen jetzt mal ein paar. Ich hoffe, die fliegen jetzt hier nicht rum, Alter. Wie letztes Jahr. Genau das meine ich, Leute. Darum habe ich noch so viele über. Ich habe noch ein komplettes Päckchen über. Aber knallen tun die nicht wirklich. Geile Idee, aber der Knall, der stimmt irgendwie nicht. Der ist durchgezündet. Der war auch eindeutig lauter. Der letzte. Der war gut. Der war in Ordnung. Der war in Ordnung. Das waren auf jeden Fall die Meteorschläge von Nico. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Pyrus.